du bist der Meistermanifestor auf dieser Welt. Und es ist so. Du bist der, der alles macht, die, die alles macht. Alles ist so, wie du es glaubst. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, warum diskutieren Menschen überhaupt? Ja, hier auf Facebook, das ist ja so ein unglaubliches Diskussionsforum, wo Leute Statements reinbringen und sagen, Geld ist der Wahrheitbringer oder irgendwelche Aussagen machen und dann wird darunter diskutiert. Das kann Spaß machen, das ist lustig und manchmal diskutiere ich auch mit. Aber ich weiß, dass Geld und alles andere auf dieser Welt einfach nur das ist, was ich draus mache. Und wenn ich natürlich nimm Geld so betrachte, als sei es richtig mein Schmerztreiber, ja, dann kann ich das machen. Und ich liebe es, Schmerztreiber zu entlarven in meinem Leben. Zum Beispiel Beziehungen, Liebesbeziehungen, genauso wie Beziehung zu Geld ist der größte Schmerztreiber. Und diesen Schmerztreiber, den brauche ich, um mich weiterzuentwickeln, um zu erkennen, wie tief ich noch mit meinem Human Design verankert bin, wie tief ich tatsächlich noch glaube, dass es eine Macht, einen Einfluss, eine Meinung außerhalb von mir gibt, die mich irgendwie betreffen könnte. Und das ist eben so, so wichtig, dass ich mich darüber erhebe und erkenne, die Dinge sind so, wie ich sie sage. Und ich kann Meinungen annehmen und übernehmen, wenn sie mir helfen und wenn sie mich dahin bringen, wo ich es haben möchte. Oder ich kann sie unbewusst übernehmen und dann bringen sie mich genau dahin, wo ich es nicht haben will. Und ich erzähle euch jetzt mal dieses eine Beispiel mit dieser Wunderheilung des Fingers noch. Für die, die den Post nicht gelesen haben, das ist in meinen Coachings passiert. Und zwar ein Finger war wundersamerweise nach 2 Jahren wieder voll mit Gefühl und konnte gebogen werden. Der Finger war steif, dieser Teilnehmerin. Was ist passiert? Sie hat eine Meinung übernommen, einer anderen Teilnehmerin. Und zwar hat in diesem Coaching die andere erzählt, wie der Arzt ja auch gesagt hat, ihr Finger wird gefühllos bleiben und es wird ewig dauern, bis dieser tiefe Schnitt, den sie sich zugefügt hat, überhaupt jemals geschlossen worden ist. Wir haben ein enges Coaching-Verhältnis mit der einen Teilnehmerin und ich habe ihr aufgedeckt und habe gesagt, was erzählst du mir hier für eine Scheiße? Dein Finger soll gefühllos bleiben? Bloß weil es ein Arzt gesagt hat, hallo, hast du vergessen, wer du bist? Hallo, hast du vergessen, dass du entscheidest, was hier läuft? Und dann hat sie noch so gesagt, ja, aber es ist mir doch eigentlich wurscht, ob jetzt diese Fingerspitze, ob die jetzt Gefühl hat oder nicht. Dann sage ich, was soll das? Es ist dir wurscht. Es muss dir nicht wurscht sein, sondern du sagst, wie du es haben willst. Und wenn du sagst, es ist mir wurscht, dann sagst du, es ist mir okay, wenn dieser Finger gefühllos bleibt. Nein. Der Finger bleibt nicht gefühllos. Warum solltest du das wählen? Dieser Finger ist voll mit Gefühl. Als ich das aussprach, sitzt sie da und sagt, Scheiße, ich merke wieder, wie sich mein Finger anfühlt. Ich spüre meinen Finger wieder. Hallo Petra. So, und das war das eine Coaching. Dann habe ich ja das Portal. Da sind die aus dem Ultramind auch mit dabei. Dann erzählt sie diese Geschichte aus dem Coaching. Und die andere Teilnehmerin, die sitzt da drin, hört sich diese Geschichte an, steigt in diese Meinung an. Ein und kurze Zeit später sagt sie, boah, der Finger, mein Finger, ich habe das Gleiche erlebt. Ich habe mich auch so fest in den Finger geschnitten. Und seit 2 Jahren ist der gefühllos und steif. Und dann biegt sie ihn so ab und zeigt, hat uns noch Fotos in unsere Telegram-Gruppe gepostet. Der Finger ist gefühlvoll, wieder voll mit Gefühl und sie kann ihn abbiegen. Nur, weil sie sich mit einer Meinung komplett voll und ganz identifiziert hat, weil sie gesagt hat, shit,
Jetzt hat die ihren Finger geheilt, sie hat die Meinung des Arztes nicht angenommen. Sie hat quasi eine Wunderheilung, eine Speedheilung hingelegt. Der Finger ist zugeheilt, sie hat nur noch ein Pflaster. Und sie spürt alles wieder und die andere hat sich eingekauft in dieses Szenario, in diese Imagination, in diese Vorstellung. Ohne Vorbehalte war sie drin, bam, nach 2 Jahren ihr Finger wieder mit Gefühl und ab und nicht mehr steif und kann sich wieder ganz normal bewegen. Leute, wir sind so kraftvoll. So funktioniert das. Und was wir halt leider machen, wenn wir uns dessen nicht bewusst sind, wer wir sind und wie diese ganze Manifestation, diese ganze verformte Energie, die wir da draußen sehen, weil es nur die Energie ist, die ich durch meinen Glauben, durch meine Überzeugungen und Meinungen in Form setze. Das ist das, was Manifestation ist. Wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, dann kreiere ich mir halt die ganze Zeit Krankheiten, Unfälle, Pleiten, Geldlosigkeit, Unmöglichkeiten, Dinge, die ich mir nicht leisten kann. Ich bin Sklave von Meinungen in diesem System, von Meinungen von Doktoren, von Meinungen von Ärzten und ich übernehme unbewusst solche Ansichten. Und es geht eben in beide Richtungen. Es ist ein zweiseitiges Übernehmen. Und merk mal, wie du einsteigst in Geschichten. Deswegen ist ja auch Storytelling so der Obermarketing-Hammer-Gag. Weil wir die Gabe haben, so in Geschichten einzusteigen, uns zu identifizieren über Mitgefühl und Mitleid, dass wir voll einsteigen. Und wenn wir nicht aufpassen, steigen wir in Geschichten und Szenarien ein, die wir nicht haben wollen. Und das ist mir selber schon so oft passiert. Und vor allem der Attachment-Punkt ist das Drama in den Geschichten, wo du denkst jedes Mal, scheiße, hoffentlich erlebe ich das nicht. Oh mein Gott, das will ich nicht erleben. Und schon bist du im Erlebnis. Wie oft ist das schon passiert dir? Mir ist es so, so oft schon passiert, dass ich in Erlebnisse, Geschichten reingeschlittert bin, vor denen ich grausame Angst gehabt habe und gesagt habe, oh mein Gott, hoffentlich passiert es mir nicht. Zack, ist es mir passiert. Zack, war ich da, war ich in der Überzeugung, war ich in der Meinung, war ich in der Realität, in einer Realität, wo solche Dinge passieren. Sie war für mich wahr, sie war für mich wahrhaftig geworden, es wurde zu meiner Realität. Ich habe sie geborgt, ich habe sie übernommen. Und das müssen uns klar werden. Und so läuft es auch mit Heilung, so läuft Heilertum. Ich borge eine Realität, ich steige ein und ich bin da zu diesem Moment, bis ich wieder aussteige. Und deswegen ist es gut, wenn wir uns an anderen orientieren und andere Realitäten borgen. Aber leider ist es meistens so, dass wir uns eben auch die schlechten Aspekte übernehmen von anderen. Deswegen kann ich nur sagen, mach dein eigenes Ding, lass dich inspirieren, aber steig nicht ein in Sachen, wo du nicht haben willst oder Sachen, die dich beängstigen. Und wenn du es machst, steig wieder aus. Steig wieder aus, merke es, steig wieder aus. Und ich kann dir sagen, diese Teilnehmerin in meinem Coaching, die war sich so sicher, dass sie das so super handelt. Und neben sie sagt, wow, ist doch mir egal, wenn mein Finger nicht mehr Gefühl hat oder gefühllos bleibt. Ist mir wurscht, ist ja nicht schlimm. Aber dass sie damit einen gefühllosen Finger sich manifestiert hätte, wenn ich ihr nicht dazwischen gegrätscht wäre und gesagt hat, hallo, geht's dir eigentlich noch? Und mit so Sachen, das wird uns so wenig aufmerksam, wenn wir eben nicht in solchen Coachings sind, nicht in solchen Reflexionskonditionen wie in Coachings und Mentorings, wo mir die ganze Zeit die Scheiße, die ich in meinem Kopf annehme und als wahr annehme, immer wieder gezeigt wird und sagt, hallo, siehst du gerade, in welche Realität und in welche Manifestation du dich reingibst? Und wir machen es am lieben langen Tag. Und früher oder später sehen wir es im Außen. Und nicht, dass es nicht mehr umzukehren ist. Also es ist auch immer wieder umzukehren, aber ich muss es kapieren, ich muss es bewusst haben. Und dann kann ich es verändern. Ich kann alles verändern, jeden Moment. Nur muss ich wissen, wie ich das machen kann. Ich muss wissen
und mir die Erlaubnis geben können, aus dem einen Bewusstsein in einem Moment auszusteigen und im anderen Moment wieder in ein neues Bewusstsein einzusteigen. Grundlos. Und das kann ich üben. Und nichts ist jemals verloren. Also wie gesagt, dieser Finger, der Wunder geheilt wurde nach 2 Jahren Steifheit und Gefühllosigkeit, nur weil sie in eine andere Realität eingestiegen ist, weil sie das so glauben konnte und weil sie gesagt hat, wenn die das kann und ihren Finger wieder gefühlvoll manifestieren, dann kann ich das auch. Und die Geschichte, die sie erzählt hat, die hat sich so gut für mich angehört und schon war sie drin. Und so ist es für uns alle möglich, für alle Lebensbereiche. Es gibt keine Limite. Geld ist kein Limit. Eine andere Person ist kein Limit. Und das ist immer wieder dieses Ding. So viele Menschen von uns leiden darunter, dass andere Personen nicht freundlich sind, nicht nett sind, nicht unterstützend sind. Und wie wenig sind sie sich bewusst, dass ich das mache. Ich generiere jede Beziehung zu jedem Menschen, den ich habe. Und gerade vorher wieder, das war auch die Inspiration für dieses Live-Video gerade, habe ich einen Post gelesen von einer, wo irgendeiner ein Klarheitsgespräch gebucht hat und dieses nicht angetreten ist. Und dann hat sie das E-Mail, das sie ihm geschrieben hat, gepostet und geschrieben, ja, dass es ja kein Commitment ist und dass es ja auch keine Benehmen ist und keine Manieren ist, ein Klarheitsgespräch abzumachen und dann nicht aufzutauchen und so weiter und so fort. Leute, die Sache ist die, ich kann nicht Leute erziehen und maßregeln, egal wie öffentlich ich das mache. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich war die größte deutsche Erzieherin. Überall bin ich aufgetreten, habe den Leuten gesagt, wie sie sich zu verhalten und zu benehmen haben. Und keinen Erfolg hatte ich damit. Letztendlich war ich diejenige, die sich geärgert hat, die sich aufgeregt hat, die sich nicht gut genug gefühlt hat, die sich abgelehnt gefühlt hat, die sich in einer Realität gefühlt hat, in der die Menschen einfach nicht zuverlässig sind, nicht integer sind. Aber das war meine Realität, das war meine Annahme. Ich habe die Menschen und die Menschheit so gesehen. Das war meine Reflexion. Und ich habe mit meinem eigenen Spiegelbild geschimpft und habe gesagt, du hast kein Commitment, du bist nicht integer, auf dich kann man sich nicht verlassen. Und genauso wie ich es hier jetzt mache, wenn ich dieses Live-Video mache und mir meine eigenen Augen schaue und mein eigenes Bild sehe, dann ist es genauso im wahren Leben. Wenn ich anfange zu beschimpfen, andere Leute zu maßregeln, zu manipulieren, zu kontrollieren, dann versuche ich das mit mir selber zu tun. Aber dazu muss ich nicht öffentlich ausrufen, dazu muss ich nicht öffentlich posten, sondern dazu muss ich in die innere Arbeit gehen und sagen, scheiße, immer wieder nicht integre Leute, immer wieder kein Commitment zu mir. Hallo? Warum? Weil ich nicht integer mit mir selber bin. Weil ich meine Commitments mir gegenüber nicht einhalte. Was wäre denn mein absolutes Commitment zu mir? Ich bin großartig, ich bin fantastisch, ich bin geliebt, ich bin unterstützt, ich bin angenommen. Committe ich mich zu diesem Selbstbild? Committe ich mich zu diesem Selbstkonzept? Oder bin ich nicht committed zu meinem Divine Design, wie ich es nenne? Nein, bin ich nicht, weil ich bin immer noch committed zu dem Außen. Bin ich committed, wo ich immer wieder noch Leute sehe, die nicht integer sind, die bösartig sind, die nicht zuverlässig sind und so weiter und so fort. Da kann ich da draußen schimpfen und machen und tun, was ich will, kann posten, kann rebellieren. Aber letztendlich geht's nur um mich. Es geht nur um mich, um das, was ich sehe. Und wenn ich mangelndes Commitment im Außen sehe, wenn ich mangelnde Integrität im Außen sehe, was ist dann? Ja dann, Patricia, sei integer mit dir selber. Sei ehrlich und committed mit dir selber. Committe dich zu deinen Zielen, committe dich zu deinen Wünschen, deinen Träumen, zu deinem Divine Design. Committe dich zu deiner Großartigkeit, committe dich zu deinem Genius. Committe dich dazu, wie großartig dein Leben sein darf. Committe dich zu dir selber. Und dann brauchst du keine Posts mehr schreiben, nicht mit niemandem mehr zu schimpfen, niemandem mehr Vorwürfe zu machen, dass er nicht committed ist für sich. You go first. Also in diesem Sinne, es ist alles eine Reflexion da draußen. Es ist nichts wahr, außer du machst es zu deiner Wahrheit. Alles ist deine Ansicht, alles sind deine Rückschlüsse, alles sind deine Meinungen. Alle Menschen sind so, wie du sie sehen kannst. Also arbeite dran, dass du die Welt aus deinem Divine Design heraus erschaffst und erschöpfst und ersiehst und besprichst und
darin lebst und denkst.